Sportliche und vor allem auch leistungsstarke Kombis gibt es wohl nur in Deutschland, denn sonst gibt es quasi keinen oder kaum einen Absatzmarkt für irgendwelche Autohersteller, solche Fahrzeuge anzubieten. Beispielsweise VW Golf R Variant oder Ford Focus ST Tourneer oder aber er hier, der Cupra Leon Sportstourer VZ. Und den möchte ich mir heute mit und euch für euch genauer anschauen. Wir gehen natürlich wie immer mit dem Wagen auf Verbrauchsrunde, bedeutet 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX 150 bei einem Sportfahrzeug und 10% ist der Stadtverkehranteil. Dann wollen wir natürlich auch herausfinden, was verbraucht der 2.0 TSI hier unter der Haube, wie fährt sich der Wagen im Alltag, was sind die Besonderheiten, all das werdet ihr herausfinden, wenn ihr jetzt dranbleibt, den Kanal abonniert, das Ganze liked und mir vor allem eure Meinung unten in der Kommentarbox hinterlasst. Und dann würde ich sagen, wir steigen ein in die Sportskanone von Cupra. Wer von euch das Video zum VW Golf R Variant bei mir auf dem Kanal gesehen hat, der wird jetzt durchaus das ein oder andere Mal sagen, hey, Moment mal, die Daten, die kommen mir doch bekannt vor. Und ja, da habt ihr absolut recht, denn der Cupra Leon Sportstourer VZ ist im Grunde genommen ein VW Golf 8R Variant. Tja, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt werden viele von euch denken, hä, wieso Golf R-Variant, was hat es damit zu tun? Ganz einfach, denn es ist nicht nur der MQB genannte Modellbaukasten, auf dem ja der Cupra Leon basiert und der VW Golf 8. Nein, natürlich haben wir hier auch identische Technik verbaut. Wir haben hier unter anderem den Allradantrieb drinnen und wir haben unter der Motorhaube den 2.0 TSI Antrieb drinnen mit 228 kW, also 310 PS Leistung. Zu dem kommen wir aber dann nochmal genauer. Jetzt schauen wir aber uns erst einmal den Leon von außen an, denn den finde ich persönlich richtig, richtig nice gemacht. Wir sehen deutliche dynamische Elemente drinnen, viele Ecken, Kanten sind drinnen, ein dynamisch reinblickendes Fahrzeug. Hier der Kühlergrill geprägt von dem kupferfarbenen Cupra-Logo, dann die schmalen Voll-LED-Scheinwerfer, die seit der letzten Modellpflege zusätzlich hier bei Cupra noch adaptives LED-Licht bieten gegen Option und eine wirkliche Empfehlung meinerseits sind, denn damit kann man dann wirklich zu 90% eben mit Fernlicht fahren, denn der Gegenverkehr wird clever ausgeblendet von den Scheinwerfern. Also eine absolute Kaufempfehlung. Das Fahrzeug hat eine Länge von 4,66 Meter, eine Breite von 1,99 Meter mit den ausgeklappten Außenspiegeln und eine Fahrzeughöhe von 1,44 Meter. Das heißt, das Fahrzeug kauert relativ nah am Asphalt, hat ein sportliches Fahrwerk zusätzlich bekommen, dadurch eine Fahrzeugkarosserieabsenkung. Wir haben jetzt hier zusätzlich noch 19 Zoll Leichtmetallräder drauf, die in meinen Augen mit zu den schönsten Felgen zählen, die man ab Werk überhaupt für ein Fahrzeug ordern kann. So mit diesen schwarzen, matten, kupferfarbenen Elementen da drinnen, das schaut schon richtig schön aus. Zudem haben wir hier die Performance-Bremsanlage von Brembo drauf, die gelocht ist, belüftet ist und nochmal in der Dimension deutlich größer ist. Die bietet auch eine richtig gute Verzögerung auf der Autobahn oder aber eben für Leute, die mit dem Wagen unbedingt auf die Rennstrecke wollen und da das letzte Quäntchen rausholen wollen. Für die gibt es auch dann die Reifen hier noch zusätzlich, so eine Racing-Reifenbereifung von Bridgestone, so nah am Semi-Slick. Also die sind hier auch noch verbaut, die sorgen natürlich dann nochmal für extra Grip und tolle Seitenführung, wenn dann mal die Temperaturen da sind für den Reifen. Am Heck wie auch beim R-Variant von Volkswagen haben wir eine Auspuffanlage mit 4 Endrohren. Hier sind sie allerdings nicht oval ausgeführt, sondern rund und ich finde, sie schauen deutlich schöner aus als die vom Volkswagen. Ja, wie soll ich sagen? Ja, eher Understatement und der Cupra haut einfach mal so ein bisschen auf die Glocke, zeigt, dass er hier wirklich Performance leben will und auch der Fahrer wahrscheinlich Performance lebt.
Und Performance ist ja nicht nur das eine, denn wenn man dann mal die elektrische Eckklappe hier öffnet, dann sieht man, Laden ist auch seine Stärke, nämlich 620 Liter im Standard, Ladevolumen, doppelter Laderaumboden, unter dem sich dann das Beats Audio Soundsystem oder respektive der Subwoofer davon verbirgt. Wir haben die Rücksitzlehne, die getrennt umlegbar ist, und dann bietet der Cupra Leon Sports Tourer eine maximale Ladekapazität von 1600 Liter, und das zählt zu den Spitzenwerten im Kompaktsegment auf alle Fälle. Im Fond geht es wirklich gut zu, vor allem auch hier dank des langen Radstands, viel Beinfreiheit, viel Sitzkomfort. Auch die Höhe trotz Glaspanoramadach ist genügend vorhanden. Also auch da gibt es überhaupt keinerlei Beschwerden. Die Sitze für Kindersitze können wunderbar auf den Isofix-Posten außen positioniert werden. Die Türausschnitte sind angenehm groß. Wir haben Belüftungselemente hier in der Mittelkonsole, eine 3-Zonen-Klimaautomatik, wozu die dritte Zone im Fond hier über das Klimabedienteil im Fond reguliert werden kann. Also auch das ein echter Pluspunkt. Wer 3 Kindersitze installieren will, der hat hier im Leon auch die Möglichkeit, denn auf dem Beifahrersitz gibt es zusätzlich auch nochmal Isofix-Haken. Und das ist sehr besonders, denn wir haben in unserem Fall hier die optional erhältlichen Sportsitze drinnen. Das sind schon Schalensitze, die man hier drin hat von Hersteller Sabelt, die hier verbaut sind. Die sind extra ausgeformt, bieten richtig guten Seitenhalt. Auch mit meiner etwas fülligeren Körperstruktur finde ich hier echt gut Platz in diesen Sitzen. Auch die Rückseite hier mit einer Carbonverkleidung schaut auch nochmal zusätzlich richtig cool aus. Die Sitze sind allerdings nur manuell einstellbar, und was ein kleiner Punkt ist, den man trotzdem meiner Meinung nach erwähnen muss, mit Orderer dieser Sitze gibt es keinen Center Airbag hier mehr. Also der wird dann leider abgeschafft. Dafür gibt es aber hier optional Knie-Airbag für den Fahrer und Seiten-Airbags im Fond. Sitzposition finde ich persönlich hier eine sehr, sehr gute. Einziger kleiner Nachteil, den man den Sabelt-Sitzen vorwerfen kann, ist, es gibt leider keine ausziehbare Schenkelauflage. Die würde ich mir persönlich hier in dem Fahrzeug auf alle Fälle noch wünschen. Wunschlos glücklich bin ich bei der Verarbeitung hier des Cupra Leon Sports Tourers. Alles sitzt einwandfrei, tolle Spaltmaße, die Verarbeitung eben wirklich auf hohem Niveau, und auch die Materialien sind sehr toll. Alles fühlt sich sehr gut an. Wenig grobe Hartkunststoffe, viele belederte Elemente mit Doppelziernaht in Kupferfarben. Auch das sorgt nochmal für einen eigenen Charakter und für auch nochmal so ein bisschen dynamische Sportlichkeit, die man dann hier aufhat mit diesem Kontrast-Stitching. Das Kupferfarben findet man auch hier immer wieder. Alleine schon am 3-Speichen-Multifunktionslenkrad ist das mehrfach zu finden. Und das hat sogar eine Besonderheit, nämlich 2 zusätzliche Knöpfe kriegen wir hier beim Top-Modell. Und zwar einmal den Knopf für die Fahrmodi mit dem Cupra-Logo und auf der rechten Seite den Start-Stopp-Knopf. Das wirkt natürlich nochmal mehr Rennsport-Feeling. Dann die Schaltpedal, die fest hier am Lenkrad an der Rückseite angebracht sind, sind dann auch nochmal ein Indiz für Sportlichkeit. Zusätzlich der Pralltopf in so einer carbonähnlichen Struktur und dann mittig darauf schön platziert in Kupferfarben das Logo der Marke Cupra. Der Fahrer blickt dann auf 2 digitale Displays, 1 hinter dem Lenkrad, das Kombi-Instrument, das sehr vielfältig einstellbar ist und auch individuell anpassbar ist in verschiedenen Weisen. Da findet jeder sicherlich seine optimale Anzeigemöglichkeit. Der große Bildschirm hier in der Mittelkonsole, der sorgt auch dafür, dass man alles im Blick hat, denn er ist so ein bisschen zum Fahrer hin orientiert, bietet aber leider weiterhin die ergonomisch eingeschränkte Bedienbarkeit durch die Touchflächen, vor allem durch die Touchbar, die hier drinnen ist, nämlich dass sie unbeleuchtet ist und auch immer mal die Reaktionsempfindlichkeit leider nicht so ganz hervorragend umgesetzt ist. Zudem gab es auch wieder einen Systemabsturz während der Fahrt, also auch die Stabilität der Software lässt hier immer noch so ein paar Wünsche offen zur Verbesserung.
Nichts zu verbessern gibt es aber bei der Konnektivität, die wir hier haben. Wir haben Apple CarPlay und Android Auto Wireless umgesetzt. Wir haben eine induktive Ladeschale. Das Fahrzeug hat zudem einen WLAN-Zugang und ist ins Internet angebunden, sodass dann auch Echtzeit-Verkehrsdaten hier in die Navigation einfließen. Auch das up-to-date sozusagen hier an Bord. Unter der Motorhaube arbeitet ein 2 Liter Vierzylinder Turbobenziner mit 228 kW Leistung. Das sind 310 PS und 400 Newtonmeter maximales Drehmoment. Da geht auch mächtig was vorwärts. Bedeutet in Zahlen, der knapp 1,7 Tonnen schwere Kombi wird dann aus dem Stand auf Tempo 100 in 4,9 Sekunden fast schon katapultiert. Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 Stundenkilometer und auch die wird sehr zügig und natürlich auch zuverlässig auf einer freien deutschen Autobahn erreicht, wenn man dann den Pinsel einmal komplett zum Bodenblech durchdrückt. Das sollte man auch des Öfteren tun, wenn man dann dem Doppelkupplungsgetriebe nämlich mitteilen möchte, dass es jetzt um Rambazamba geht. Denn das Doppelkupplungsgetriebe hat leider den kleinen oder immer noch vorhandenen Manko, dass es immer noch verzögert auf so ein paar Gaspedalbefehle reagiert und auch diese nur etwas verzögert umsetzt. Im Cupra-Modus ist das ganz okay umgesetzt, da wird es auch deutlich schneller. Allerdings muss ich sagen, trotzdem auch im Rangierbetrieb in der Stadt mit Stop and Go, da gefällt mir das Doppelkupplungsgetriebe einfach noch nicht. Das liegt aber auch daran, dass wir hier im Cupra Leon Sports Tourer leider keine Elektrifizierung des Antriebsstranges haben. Hier gibt es lediglich, um Kraftstoff zu sparen, die Möglichkeit, eben den Motor vom Getriebe zu entkoppeln und eine Segelfunktion zu nutzen des Getriebes. Das ist aber auch dann schon alles. Selbst in den Fahrmodi, die wir hier haben, kann man leider nicht wählen, einen Eco-Modus auszuwählen. Okay, ich weiß, wir fahren ja immer noch ein Performance-Fahrzeug. Allerdings gibt es immer mal wieder Möglichkeiten, wo man gerade mit der Familie auch mal den Eco-Modus nutzen kann, wenn man dann eher etwas gemütlicher dahin rollt und dann vielleicht doch noch mal ein bisschen Kraftstoff sparen möchte. Nicht zu meckern gibt es allerdings, was die Performance angeht. Wie schon gesagt, Kraft ist in jeder Lebenslage vorhanden. Auch Klang ist vorhanden. Allerdings gibt es ja hier zwei oder respektive drei Möglichkeiten. Entweder den Klang einmal Pure und das würde ich euch empfehlen. Also einfach nur den, der aus der Abgasanlage kommt. Oder aber einen Soundgenerator, der schon so ein bisschen eingreift und das Ganze vielleicht noch ein bisschen verstärkt. Der ist okay. Und dann gibt es den Cupra Sound und der ist leider vollkommen drüber, da bollert das Auto, ganz ehrlich, völlig übertrieben, völlig gaga. Schaltet das Zeugs einfach aus, nehmt den Pure Sound und genießt wirklich den schönen Klang des Vierzylinders, den man dann auch hat, weil wenn man einmal durchbeschleunigt. Ja, das klingt schön, das klingt kernig, das klingt nach Kraft. Und ist auch wirklich schön anzuhören. Da braucht es in meinen Augen gar nicht mehr viel. Ob man dann noch zum Fremdanbieter Akrapovic oder Ähnlichem geht, um das nochmal zu verbessern, das sei natürlich jedem selbst überlassen. Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr auf solche Anlagen Wert legt oder ob ihr sagt, nee, der Sound, der da hinten rauskommt, der ist eigentlich schon völlig ausreichend. Beim Fahrwerk muss ich leider sagen, das ist der Spagat zwischen Komfort und Dynamik eher nicht so optimal umgesetzt worden. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Möglichkeit gegeben, weil es gibt zwar die Möglichkeit hier das Fahrwerk auf komfortabelst einzustellen. Wir haben hier ein adaptives Dämpfersystem. Allerdings selbst in der komfortabelsten Einstellung werden dann Schlaglöcher, Unebenheiten noch direkt mitgeteilt, sorgen dann auch für eher Unruhe in der Karosserie. Jetzt nicht direkt an den Personen, denn die werden dann nochmal von den Sitzen schön eingebettet und da werden dann eben solche Schläge auch abgefedert. Und es gibt auch keine Schläge vorne ins Lenkrad, was sehr, sehr positiv ist. Das Fahrzeug liegt satt auf der Straße, lenkt auch unheimlich willig ein. Allerdings auch da so ein kleiner Manko. Es fehlt einfach der Lenkung an ein bisschen Direktheit und vor allem Feedback von der Straße, sodass dann sportliches Fahren
leider halt nicht so ganz viel Spaß macht, wie es eigentlich könnte, wenn man hier noch mal ein bisschen Feinschliff der Lenkung gegeben hätte. Im Alltag stört dann eher tatsächlich dieser Niederquerschnitt der Reifen und die Absenkung der Karosserie und diesen straffen Auslegung der Fahrwerks-Federdämpferabstimmung doch mehr, denn das Fahrzeug hoppelt dann doch öfter mal über Korbsteinpflaster oder ähnliches. Das fühlt sich einfach nicht schön an, vor allem wenn man mit der Familie unterwegs ist, da würde man dann doch mehr Komfort mal haben. Bisschen schade, dass hier die Spreizung des adaptiven Systems leider nicht so optimal umgesetzt werden konnte. Optimal umgesetzt ist allerdings das Thema Assistenz hier im Cupra Leon VZ, denn es gibt alle gängigen Assistenzsysteme hier serienmäßig im Cupra Leon Sports Tourer wie auch beim VW Golf. Unter anderem bedeutet, wir haben hier eine aktive Spurführung, aktive Abstandsregelung, aktive tote Winkelüberwachung, Notbremsassistent, Frontkollisionswarnung und zusätzlich eben auch die Möglichkeit, fast schon teilautonom hier auf der Autobahn unterwegs zu sein, was dann eben für einen großen Komfort, Reisekomfort sorgen würde, wenn da eben nicht unbedingt die Federdämpfereinheit so straff ausgelegt wurde. Das hat beispielsweise der Golf deutlich besser hingekriegt, wie ich persönlich finde. Die Frage ist am Ende natürlich aber auch, was hat der Leon jetzt wirklich gut hinbekommen, was vielleicht nicht. Das bedeutet, es ist Zeit fürs Fazit. Also ich fahre jetzt dahin und wir sehen uns gleich dabei mit der Abrechnung, was verbraucht der Cupra Leon Sports Tourer VZ, was kostet er und was ist meine persönliche Meinung. Also bleibt dran. Windig geht's hier zu und auch wenn man dann mit so einem sportlichen Kombi unterwegs ist, dann geht in Windeseile die Zeit vorbei und die Pfosten fliegen an einem vorbei, wenn man dann so mit 250 über die Autobahn bügelt. Spaß macht so ein Fahrzeug auf alle Fälle, vor allem halt der Cupra liegt richtig gut auf der Straße mit diesen Sportreifen, die hier noch drauf sind, klebt da schon fast am Asphalt. Bisschen schade, es fehlt so ein bisschen an Lenkungsfeedback, um das Ganze dann nochmal dynamischer im Alltag auch zu machen oder vor allem, wenn man auch das Ganze echt krachen lassen will auf der Rennstrecke, da würde er sich sicherlich auch zu Hause fühlen, bin ich mir sicher, aber die meisten werden ihn auch eher im Alltag einsetzen, so wie meine Wenigkeit. Und da schlägt dann erst einmal der Kaufpreis zu Buche. 50.500 Euro kostet der Cupra Leon Sports Tourer VZ als Cup-Variante, so wie wir ihn hier haben, mit noch ein bisschen mehr sportlichen Details, unter anderem die 19 Zoll Räder, die ich so schön finde. Hier ausstattungsmäßig, so wie der Testwagen hier steht, liegt er dann bei 61.250 Euro. Da wird es dann schon mal richtig, richtig happig, also nochmal 11.000 Euro an Extras da drinnen zu versenken. Ja, aber was kostet denn ein VW Golf R-Variant im Vergleich? Ganz einfach, der liegt so konfiguriert bei über 72.000 Euro. Das heißt, 11.000 Euro spart man sich hier mit dem Cupra, wenn man schon quasi die gleiche Technik an Bord hat. Und was schaut es beim Verbrauch aus? Auf der Verbrauchsrunde lag er jetzt bei 8,3 Litern, 8,5 Liter ist der WLTP-Wert, also genau da liegen wir in dem Mittel drinnen. Auf der Langstrecke kann ich euch sagen, könnt ihr den Wagen so knapp unter die 8 Liter drücken, wenn ihr ruhig mit der Familie unterwegs seid. Im Alltag würde ich aber sagen, gerade so kürzere Pendlerstrecken unter 20 Kilometern, da muss man ungefähr mit 9 bis 9,5 Litern rechnen. Und wenn ihr dann den TSI auf der Autobahn natürlich dementsprechend rannehmt, dann steigt die Verbrauchsanzeige gerne mal auf 12 Liter rauf. Also eine riesige Range, die man hier hat. Die Range ist auch recht groß, wenn man eben die variablen Einsatzmöglichkeiten sieht. Viel Platz, gutes Antriebskonzept, viel Traktion durch den Allrad. Also ein durchaus cooles Fahrzeug, auch im Design. Jetzt ist die große Frage, was ist eure Meinung? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst natürlich nicht den Daumen nach oben und ein Abo für den Kanal würde mich freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video hier auch wieder und ich sage Tschüss und Servus, euer Ubi.